Hallo und einen wunderschönen guten Morgen oder fast Mittag aus dem wunderschönen Alanya. Ich musste gerade lossetzen. Ich war gerade noch irgendwie, ja, Alexandra schläft noch, meine Tochter spielt im Wohnzimmer, meine großen Jungs pennen auch noch. Wir haben jetzt so, ja, heute ist schon spät, ne, 10.30 Uhr oder so. Und hatte gerade dem Ali, unserem Freund und Makler, eine Nachricht geschickt, hier, frohes Silvester und so, und ich gehe nachher noch einkaufen und wir machen heute Abend irgendwas Leckeres zu essen oder bestellen was. Und dann schreibt er mir so zurück, hier, denk dran, die Geschäfte haben heute bis 13 Uhr auf und morgen haben sie ja ganz zu größtenteils. Das ist hier so einer der wichtigsten Feiertage. Da wird auch richtig gefeiert hier bei den Türken. Und das ist wie bei uns Weihnachten eher, ne, das Neujahrsfest. Und deswegen so, scheiße, ich wollte noch ein paar Sachen besorgen. Wir haben einiges nicht mehr da, vor allem nicht für morgen früh oder für heute Abend. Also keine Chips und keine Nüsschen mehr und so, die habe ich gestern Abend alle aufgegessen. Und ja, jetzt bin ich nochmal schnell losgefahren und hier in der Jagda Mall gehe ich mal die Sachen, die ich nicht in BIM und A101 bekomme, suche ich im Mikros zu bekommen. Das ist hier nur die Straße hier runter bei uns und danach fahre ich dann nochmal, ich glaube in den 101, A101. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis so für Sachen wie Brot und Eier und Chips und Nüsschen und sowas sehr, sehr gut. Ja. Im Mikros sind die Sachen sehr, sehr teuer. Aber hier gibt es, ich will heute Abend gerne mal ein Bier trinken und ich habe nicht so viele. Ich habe gar nichts im Haus gerade, aber ich würde gerne noch mal ein leckeres kaufen. Jetzt bin ich schon hier und das ist nicht so ein großer Mikros, aber der hat viel und da gehe ich mir jetzt was einkaufen. Ja, ganz schön was los, ne? Ich glaube, die meisten Leute wissen auch nicht, dass das vielleicht die Geschäfte heute auch früher zu machen, ja. Es gibt wahrscheinlich auch Geschäfte, die haben bis abends auf, vielleicht hat der Mikros auch länger auf, aber gut. Die Gefahr besteht, dass wir noch schnell was holen wollen und da nichts gibt. Ne? Na, merkt mal wieder diesen Stress. Übrigens habe ich hier die Sachen, die ich anhabe, habe ich hier in diesem Store hier gekauft. Waren echt gute Preise und die Qualität gefällt mir sehr gut. Also echt klasse. Und ich bin sehr dankbar, dass es diese Jagda Mall jetzt hier gibt. Also das ist, habe es ja schon mehrmals gesagt, also das ist wirklich hier eine Aufwertung hier von unserem Viertel. Und ja, komme hier ganz schnell runter und dann kann man halt auch mal Sachen kaufen, die man sonst nicht bekommt. Vor allem hier ist ein Rossmann drin, das ist eigentlich fast das Wichtigste, dass man da Deo kaufen kann, eine gescheite Creme und irgendwelche Kosmetikzubehör oder so. Wo stehe ich eigentlich? Ich stehe da drüben, ja genau. Und ja, also das Restaurant ist auch sehr nett, das Big Chefs. Burger King hat auch gerade aufgemacht, wer sowas gerne mal isst. Ne? Pizza hat es eher nur so zum Abholen oder kurz davor essen, aber ja. Genau, und hier habe ich jetzt gestern Abend bei Instagram gesehen, ist so eine Bühne und da ist manchmal Vorführungen auch und da hat jemand hier von hier oben gefilmt. Ja, viele russischsprachige Menschen, die hier drin wohnen und die sind sehr aktiv auf Instagram. Also wenn euch das mal interessiert, was hier so im Viertel abgeht, dann geht mal auf Instagram, gebt mal den Ort Machmutler ein oder Hashtag Machmutler und dann findet ihr die ganzen Russen und Russinnen und Influencerinnen, die hier drin wohnen oder zu Besuch sind, da kriegt ihr immer alles hautnah mit. Ich liege da manchmal abends auf der Couch und gucke dann so, ah, das ist wieder unten passiert und so. Also das wird hier auch so ein bisschen schickimicki, aber ich finde es echt gut, weil das ist so eine schöne Mischung, ja. Und genau, und ich sehe hier an der Seite, kann man ja auch mal zeigen, bezüglich Parkplätzen hier in der Türkei, ne, hier, direkt hier stehe ich und kann dann hier, das ist die Straße zu uns hier hoch. Da geht's hoch zu uns, da unten geht's zum Meer und hier ist diese Jagda Mall und ich kann hier direkt davor stehen. Und eben war noch alles frei, ja? Jetzt kommen die ganzen Leute für ihre Einkäufe und ich muss jetzt nochmal so die Grundnahrungsmittel und Snacks beim 101 kaufen. 2 Minuten mit dem Auto den Berg rauf bin ich dann bei uns im Viertel. Also wirklich im Viertel, da laufe ich ja immer zu Fuß hierher. Normalerweise, wenn ich mal am Wochenende was einkaufen möchte. Und wir haben jetzt quasi hier am Tag, wo viel eingekauft wird, aber ich bin ja noch relativ früh für türkische Verhältnisse am Wochenende sozusagen und kann hier auch direkt vom Laden parken und da ist jetzt auch hier gerade gar nichts los, aber ja, werde jetzt hier mal noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Hier steht zum Beispiel ein Wagen, den nehme ich doch gerade mit rein, bin der nette Typ und dann gucken wir mal. Hier gibt es sehr gut Grundnahrungsmittel, auch eingefrorene Sachen sind hier deutlich besser als beim BIM, so Pommes und sowas, wir haben eine Heißluftzutöse, kaufe ich gerne mal. Und hier sind diese ganzen Milchprodukte und so. Und hier habt ihr aber auch eine Ecke mit Gewürzen und mit Ölen und mit
Nudeln und Linsen und solche Sachen, auch Getränke und sowas. Die haben alle so unterschiedliche Sachen. Der BIM hat andere Sachen als der 101. Und ich muss sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich den A101 noch ein bisschen besser. Vor allem, weil das die Qualität teilweise ein bisschen besser ist. Gerade bei den eingefrorenen Sachen. Also ich habe das Gefühl, schmeckt noch einen ganzen Zacken besser. Ja? Und das ist auch sehr lustig. Hier so eine Schokoladensoße fürs Eis. Da fährt meine Tochter so drauf ab. Ja? Und genau, was wir ja auch immer kaufen, ist halt hier so Backpulver und solche Sachen zum Backen, wenn ich halt Dings mache, zum Beispiel Pfannkuchen. Da mache ich mal ein bisschen Backpulver rein und hier gibt es auch natürlich Hefe und so, wenn ihr selber was backen wollt. Ne? Gut, ich guck mal, dass ich alles bekomme und dann muss ich auch nicht mehr weg. So, die Weihnachtseinkäufe, die Neujahrseinkäufe sind erledigt. Kommt mir vor wie Weihnachten, weil ich rumhetzen musste. Kann aber auch sein, dass die doch länger aufhaben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich jetzt mal darauf verlassen, dass sie um 13 Uhr wahrscheinlich doch zumachen. Weil das halt doch was Besonderes ist irgendwie hier. Und dann habe ich es erledigt und dann haben wir jetzt im Prinzip heute und dann morgen quasi auch mal frei und machen da nicht so viel. Ja, dieses Jahr war sehr bewegend. Es war ja, zum einen hatten wir ein Erdbeben Anfang des Jahres. Ne? Das war ganz schlimm hier. Eine der schlimmsten Erdbeben, die jemals auf der Welt gemessen wurden. Dann war ja eine große Hilfsaktion hier, ganz viele Leute aus den Erdbebengebieten hier, dann wieder weg, dann wird da wieder viel aufgebaut, trotzdem sehr viel Schlimmes noch da. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir auch den Führerschein gemacht, ich kann das mir gar nicht mehr merken. Ja? Ich glaube, es war dieses Jahr, ne? Dass wir den Führerschein auch gemacht hatten. Oder war es Ende letzten Jahres? War Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ne? Ja, irgendwie so im Umbruch. Ne? Und ja, das Jahr ging sehr, sehr schnell vorbei. Die Zeit rennt hier sowieso so und je mehr neue Eindrücke, desto irgendwie schneller geht's. Weiß nicht, ob es daran liegt. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles 2024, dass es besser wird als 23. Für die einen war 23 toll, für die anderen vielleicht nicht so. Wir müssen mal schauen, wie es weitergeht und ja. Guten Rutsch euch, viel Spaß und ja, hier ist immer noch so knapp unter 20 Grad, ich schätze mal so 17, 18 Grad, das lässt sich gut aushalten und bis bald. Jetzt packe ich mal hier meine Einkäufe ein und fahre nach Hause und mache was zum Mittagessen.